Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS 19, immer das 19 True Farming Projekt. Und ja, ich mache gerade Stelle sauber. Kuhstall habe ich jetzt schon sauber gemacht, zwischen den Aufnahmen eben. Und jetzt mache ich schnell den Schweinestall, falls der Hammel da kommt. Hier, da muss was weg. Da muss was weg. Und hier, alles klar. Andere Seite wahrscheinlich genau dasselbe Schauspiel. So. Boah, da biege ich natürlich ab. Ah, jetzt. Wollte schon sagen, ey. Komm weg da, dicke Schweinchen. Ach, so. Haben wir das jetzt auch? Das passt ja soweit alles. Schweineställchen sauber. Hallo? Ja, da ist Alfred Schwarz nochmal. Ja, moin Alfred. Wir haben gerade aktuell Probleme mit dem Computer am Global Markt. Ich kann gerade nichts abkippen, weil die Förderschnecken nicht funktionieren. Oh, es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis die Silage dann verfügbar ist. Ja, gar kein Problem, gar kein Stress. Kann mal passieren. Okay. Ich habe auch in der Zeitung gelesen, bei euch ist ein Investor oder... Ach, hör mir auf. Sowas? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Was macht der denn eigentlich? Herr Schwarz, ja, das ist irgendwie ein ganz, ganz komischer Typ. Ich habe keine Ahnung, was der will, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Also ganz komisch und schmierig, muss ich dazu ehrlich gestehen. Also keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Auf jeden Fall will er in alles investieren. Ach. Und hi Miguel. Und hallo. Hi Bella. Und hat Geld ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, was der hier machen will. Weiß ich nicht so ganz. Der will auf jeden Fall überall investieren. Okay. Ja, auf jeden Fall. Du weißt jetzt Bescheid wegen der Silage und dann... Ja, weiß ich Bescheid. Gar kein Problem, Herr Schwarz. Okay. Alles klar. Also, ciao. Tschüss. Moin Bella. Hi Fritzel, hörst du klar? Ja, klar bei dir. Ja, muss. Wo sind wir jetzt hin? Miguel! Ich hab ihm gesagt, er soll hier hinten nicht rumfahren. Ach, alles gut. Gar kein Stress. Wollte er irgendwas, oder? Ja, er wollte was von dir. Keine Ahnung. Also, na, nicht in dem Sinne, ne? Also. Oh. Ich weiß, was du meinst. Alles gut. Nee. Er wollte mit dir quatschen. Ja. Oh Mann. Ah, und alles klar sonst mit den Schweinen, Kühen etc.? Ja, ich mach gerade die Schweine sauber. Oh, läuft die BGA auch so? Ja, also wir kriegen gerade Silage aus unter Griesbach rüber, aber die PCs in Untergriesbach sind kaputt, die Förderschnecken funktionieren nicht und deswegen dauert das noch ein bisschen mit der Silage, aber sie ist unterwegs. Oh, das ist echt doof. Aber auch gut. Ja, wow. Das stimmt wohl. Gottes Willen. Was machst du da hinten? Warte mal.
Hat was geguckt. Was denn? Telefoniert mit Harald. So. Fritzl. Ja. Aber er hat gerade noch so gut gegangen, Mensch. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich dachte mir, boah, bitte nicht, ey. Ja. Pass auf, folgendes. Und zwar, hast du jetzt schon eine Rechnung von deinem Tor? Ich muss. Oh, nee, scheiße. Habe ich leider. Ich muss halt, ja? Habe ich leider wirklich immer noch nicht, nein. Ich habe Bauhof, habe ich heute auch versucht anzurufen, kriege ich leider keinen erreicht. Also du weißt auch nicht, ob das jetzt bezahlt ist schon oder nicht oder nein. Ob da noch was offen ist? Okay. Weiß ich nicht. Gut. Nein. Ansonsten, ja, der Bauhof wird sowieso nochmal auf dich zukommen, vermute ich. Und ansonsten, was haben wir noch? Was war es denn noch? Ach so, ja. Naja, ein bisschen habe ich es ja eigentlich vermutet. Was denn? Naja, kenn dich ja, jetzt schon viele Jahre. Ja, das könnte immer hinkommen, ja. Und ich weiß ja, dass du keine Chance uns ungenutzt lässt, um uns irgendwie zu schaden oder in die Pfanne zu hauen. Also ich denke, das beruht sich auf Gegenseitigkeit, aber ja. Aber nicht in so einem exzessiven Ausmaß, wie du das betreibst. Oh, okay. Könnt ihr mal nicht in Rätseln reden? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Wir reagieren ja immer nur drauf, das ist ja das Schlimme. Ach so. Ja, wie bist du denn so mit dem Investor? Der Investor, der hat mir ein paar komische Angebote gemacht, aber ich habe davon nichts angenommen. Ich sagte, ich würde da ganz gerne in der Nacht drüber schlafen. Er wollte Infos von mir über Schwatzingen, über alles, was hier so losgeht, oben beim Landhandel. Jeden Bauer wollte er Infos drüber haben und wollte mir dafür, dass ich ihm alle 3 Monate Infos über die Leute hier in Schwatzingen $80.000 geben. Daraufhin habe ich gesagt, boah, darüber möchte ich ganz gerne erstmal eine Nacht schlafen. Damit wollte ich dann eigentlich mit dir oder mit Peter drüber reden, weil mir der Typ ein bisschen suspekt drüber kommt. Und das war bis jetzt alles. Okay. Okay. Mit dem Landhandel hat er da mal was erwähnt? Ich meine, wir sind ja ein ziemlich großes Unternehmen da oben. Ja. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass er da kein Interesse hat. Doch, er hat auch Interesse oben bei euch. Also er wollte auch definitiv Infos von euch haben, ja. Miguel, da muss ich noch was zu einwerfen. Der wollte Informationen über meine Schwestern haben, was die da unten so machen. Über den Hof? Naja, ich habe das Gefühl, der fragt alle über alle aus. Ja. So ein bisschen. Ja, der hat auch gefragt, warum bei uns dieser Disput herrscht. Da habe ich gesagt, boah. Ich so, das geht schon so lange, ich weiß gar nicht mehr, wer angefangen hat. Ich sagte, das ist wie die Geschichte, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei. Ich sagte, das geht schon so lange. Ich sage, ich weiß es nicht. Wer hat ihn denn erzählt, dass es ein Disput gäbe? Ich nicht. Ich dachte, du hättest ihm das erzählt. Nee. Nee, er kam damit so zu mir. Ich sag, das ist eine linke Ratte, der fragt, er versucht irgendwie Schlupflöcher zu finden, damit er bei uns was rausbekommt. Das ist so. So habe ich das Gefühl, als ich mit ihm gestern geredet habe. Die Frage ist ja, warum? Also am Ende des Tages, was will er mit den Informationen, ne? Darum ja, wahrscheinlich hier so wie der letzte Investor. So ein Scheiß hier an fabrizieren wahrscheinlich. Also nur einkaufen. Der hat bei mir ganz komische Sprüche dagelassen. So, dass ich bald für ihn arbeiten werde und dieser Hof ja sowieso schon so gut wie ihm gehört und dass ich dann bald einen festen Lohn kriege, aber natürlich mehr als die anderen und sowas alles. Und ich stehe und ich denke mir, was will der von mir? Aber das hatte ich ja oben schon erzählt. Ja, und der will auch ganz gerne in meine Rübentechnik investieren. Ich wollte hier ein paar Felder mit Rüben machen und in Untergriesbach habe ich Felder gepachtet für Rüben, für meine Zuckerrübenfabrik und er will unbedingt in die Zuckerrübentechnik investieren. Ich weiß nicht, warum. Hast du dazu Ja gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Wie gesagt, ich habe nur gesagt, ich möchte da ganz gerne eine Nacht drüber schlafen. Ich habe zu nichts Ja und auch zu nichts Nein gesagt. Was? Das ist jetzt die Frage, wenn du jetzt zu ihm Nein sagst, er soll nicht darin investieren, ne? Ich würde jetzt gerne mal wissen, was er da macht. Das ist die große Preisfrage. Entweder macht er irgendeinen Mist an den Höfen dann, dass er sich rächen will, oder er, keine Ahnung, ne, versucht dann irgendwas so, naja. Ja, wie nennt sich das hier, zu manipulieren und dann hast du nachher einen Unfall das kaufen. Weißt man du? Sollte natürlich, also auf ein was sollte man Acht legen und da würde ich auch alle Bürger von Schwatzingen und auch dich, Fritze, darum bitten, und zwar sich nicht gegenseitig ausboten zu lassen. Weil mir scheint es so, als würde das stattfinden wollen.
Ne, weil zu uns kam er nämlich, und das sage ich dir jetzt hier so im Vertrauen, und er hat auch zu mir gesagt, dass du quasi Interesse daran hättest, dass er den Landhandel zerstört. Nee. Also, dass der Landhandel untergeht. Übernommen wird oder was auch immer. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, wo er dann hier war, da habe ich gesagt, ja, geh mal hoch zum Landhandel, da hast du genug zum Einnehmen. Das war das Einzige, aber ich habe nicht gesagt, hier, zerstör den Landhandel, der muss weg oder sonst irgendetwas. Das habe ich nicht gesagt. Naja, gut, aber wie gesagt, also man sollte sich halt, also deswegen komme ich jetzt zu dir und sage dir das. Ja? Weil ich hätte ja auch einfach jetzt hier den Fritzel machen können. Ja. Aber wir sollten uns halt nicht gegenseitig ausstechen lassen. Ne? Also das, also anhand von Gerüchten, das würde ich halt sagen. Okay. Weil wenn er jetzt zu dir aber sagt, über uns zum Beispiel, das finde ich ist dann das Mindeste, dass du auch erst zu uns kommst, ja? Okay, machen wir so, verspreche ich dir. Das meine ich halt. Ne? Ja. Gut, oh, alles klar. Wie geht's den Schwein? Das ist so knuffig mit euch beiden. Ne? Was sagst du? Was mit den Schweinen? Ich mach die gerade sauber. Ah ja. Ah, kommunizierst du schon mit Schweinen, Miguel? Ich versuch's manchmal. Ah. Aber ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt miteinander reden. Ei. Reden Schweine miteinander? Keine Ahnung, ich sehe nur große Speckläppchen. Oh, Rippchen. Na gut, in diesem Sinne. Bis dann. Bis dann, ihr zwei. Tschüss. 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 Ach ja. Ich wusste, dass er irgendwann auf mich zukommt. Das habe ich mir schon fast gedacht. War ich aber böse, ey. Da habe ich aber echt krass gelogen. Naja. Bin ja, hab ja zu ihm gesagt, mach den Landtag immer platt. Ich war böse. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, mir fällt es leichter, dieses Böse. Mittlerweile. Sonst hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen, wisst ihr, wie ich meine. Aber so mittlerweile schaffe ich das im RP. Ich hatte im RP immer ein ganz großes Problem, und zwar, ich bin ja mit Tino sehr gut, und ihn dann im RP sowas Böses anzutun, da hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, aber mittlerweile geht es so. So. Hallo? Moin, Fritze. Moin, Fiedel. Du sag mal, ist alles gut bei dir? Ja, warum? Naja, also, ich habe mir jetzt gerade mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich war vorhin bei uns auf dem Feld unterwegs, und da konnte ich sehen, wie du am Ansehen warst. Ja. Ist dir das bewusst, dass das möglich ist, dass das nicht keimen kann? Dass die Bodentemperatur zu niedrig war, ja, ist mir zu spät aufgefallen. Also sagst du quasi einfach, ich versuch's einfach mal. Ja, also wo ich fertig war, gucke ich auf den Boden und denke mir, aha, die ist ja kälter geworden. Warum ist die Bodentemperatur kälter geworden? Ja, ich habe nicht drauf geachtet. Ah, okay. Aber das ist, ich hatte jetzt halt eben, weil du bist ja in letzter Zeit immer so alleine und so, weißt du? Ja. Und da hatte ich jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, dass dir das vielleicht noch gar keiner gesagt hat. Dachte ich das lieber mal. Nee, hat mir schon jemand gesagt. Ich habe da nicht dran gedacht. Ich glaube auch nicht, dass da die Saat hochgeht. Deswegen habe ich dann mit dem Ansehen aufgehört. Ich muss eigentlich noch mehr ansehen. Ja. Ja, nee, habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Okay. Also das brauche ich mir keine Sorgen machen. Nee, brauchst du nicht. Alles gut, Fiedel. Aber danke der Nachfrage. Okay, super.
Alles klar. Wenn irgendwas ist, wo meldest du dich? Wir sind für dich da. Ja, alles klar. Danke viel. Weiß ich Bescheid. Ja. Jo. Mach's gut. Tschüss. Oh, das ist aber nett, ey. Das ist aber nett. So. Einmal W gedrückt, dann hört er damit auf, ne? Das ist ja auch noch hier mein Platz, mein Feld, oder? Wo ich mich da jetzt. Ja, ist auch noch meins und das auch. Muss auch noch angesät werden. Auf 1 muss auch noch Hopfen drauf. Eine Rundumleuchte fehlt. Ich bin ein bisschen müde. So. Bringen wir den erstmal wieder zum Hühnerstall. Und dann gucke ich, ob ich ein bisschen Silage im Lager habe. So. Ich gucke, ob ich da im Fermentierer was habe. Dann könnte ich das mal eben in die BGA schmeißen. Und ich brauche ein paar Gärreste, damit ich das Wasser wieder ans Laufen bekomme. So. Gucken, ob ich was im Lager habe. Guten Tag, Herr Schlag, Fritze Friese hier, hallo. Hallo. Ruf vielleicht, weiß ich nicht, aus einem nicht so freulichen Grund an. Und zwar geht in Schwatzingen so ein paar Gerüchte mittlerweile rum von ein paar Bauern, die auf mich zukamen und die gesagt haben, dass du beim Landhandel Kompost gekauft hast, was mir im Grunde scheißegal ist, aber der Landhandel müsste mir dann Geld überweisen und das hat er nie getan. Und deswegen mal die Frage, ob du so ehrlich wärst und mir sagen würdest, ob du da was geholt hast oder nicht.
Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe in dem letzten Vierteljahr, glaube ich, gar keinen Kompost mehr gekauft, weil ich leider oder vielleicht auch, ja, wie man es nehmen möchte, in der Situation war, dass meine Lagerbestände komplett voll waren und meine Produktion gar nicht mehr am Laufen waren, weil ich gar nicht mehr wusste, wohin damit. Oh, okay. Jetzt ist ja durch diese ganze Umstrukturierung hier so ein bisschen das natürlich aufgeploppt. Ja, dass mein Lager ist ja abgebaut worden, also den Hof 3, den gibt es ja so aktuell nicht mehr. Ja, genau. Ja, jetzt ist natürlich, das ist ein bisschen blöd gelaufen, jetzt sind meine ganzen Lagerbestände, weil ich einfach gar nicht die Zeit hatte, das abzufahren, ja. Mit verschwunden. Wo ich natürlich jetzt so ein bisschen wieder in die Bedrohung komme, wo ich dann halt jetzt auch bald wieder Kompost benötige. Also wie gesagt, ich hab einmal beim Landhandel gekauft, aber das ist ja schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, meine ich. Kann mal sein, wir haben da mal, ja. Ja, genau. Und nachdem war es eigentlich so, dass ich gar nichts wieder brauchte, leider Gottes. Okay. Ich hatte jetzt die Hoffnung durch Untergriesbach, dass ich etwas dahin exportieren kann, aber das war ja dann auch mit der Energy-Herstellung, glaube ich. Da brauchte man das, glaube ich, auch Obst für, ne? Ja, genau, ja. Und da die Produktion ja, soweit ich weiß, noch nicht fertig sind, konnte ich natürlich halt noch nichts exportieren und sitze noch auf dem Kram so ein bisschen. Ach, alles klar. Dann werde ich hier belogen. Ich glaube dir das mal. Nee, alles gut. Ja, das ist natürlich schade, ne? Ich sag mal, wer sowas erfindet, also kannst du auch gerne mal zu mir schicken. Also das ist dann natürlich auch ein bisschen nicht schön, ne? Das ist wohl richtig. Leider ist diese Person heute nicht da. Ich werde mal mit ihr reden, wie sie darauf kommt. Ja, mach das mal gerne, weil wie gesagt, also ich habe dementsprechend beim Landhandel nichts gekauft, weil ich ja natürlich auch weiß, dass ich das von dir beziehen muss. Mhm. Von daher finde ich es jetzt auch ein bisschen merkwürdig, wo das Gerücht herkommt. Ja, das muss ich mal nachforschen. Nee, gut, ja. Weiß ich da Bescheid. Erstmal, danke, Herr Schlag. Alles klar, kein Problem. Gut, tschüss. Jo, tschüss. So. Oh, schon Stopp? Oh ja. So, meine lieben Freunde, damit sind wir aber am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!